So, hallo und willkommen zurück im Crofton Anwesen. 10% komplett. Okay. Wollen wir doch mal schauen. Hatte gerade noch mal geschaut. Irgendwie war gerade irgendwas ganz kurios mit OBS, aber scheint aufgenommen zu haben. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten, das verbotene Grab erreichen und das Geheimnis der Weißen Königin lüften. Sie wird viele Prüfungen bestehen müssen. Die Entdeckerin darf keinesfalls weiter zögern. Mach ich gleich, Dad! Ist das cool. Die Pepperabenteuer. hohen Mauern der Burg Die locken Burg betreten. höhnisch. Ja, geil. Ach, ist das cool. Ja, herrlich. Ah, guck mal. Haben wir irgendwo Pfeil und Bogen rumliegen? Los geht's. Na komm, muss doch hier Bestien kreuzen irgendwo. den Weg unserer Heldin. Ob sie blutrünstig Wurfobjekte. sind? Umgebung beeinflussen. Um zu zielen, RT um. Ja. Okay. Kennen wir. Glaube ich. Wo muss ich das hinschmeißen? Unsere Heldin kann auf 100 Schritt eine Fliege treffen. Ja. Ach, bist du putzig. Noch ein Wurfobjekt. Den müssen wir bewerfen. Gibt's hier irgendwas zum Werfen? Gut, damit können wir nichts machen. Wir können werfen. Dann, cool. Da lag was, ich hab's gesehen. Kannst du den nicht verstecken? Ein Brief von Dad an Winston. Warum hast du die Briefe Das deines verbotene Dads? Grab ruft. Erstaunlich. Croft steht in einer Grabkammer, die jahrtausende lang unberührt war. Ja, noch nicht, aber wenn du ein bisschen älter bist, guck mal, da ist eine Rutsche. Jetzt will ich rutschen. Ach, guck mal. Lara klettert über einen See aus blubbernder Lava. Cool. Nun, wo ist die Rutsche? Da ist die Rutsche. Und Abflug. Der Boden gibt nach. Lara stürzt in die Dunkelheit. Oh, so ein Spielplatz hat sich doch jeder gewünscht, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ist das cool oder ist das cool? Kann ich mich daran hochziehen? Brauche ich nicht. Geht doch so, okay. Warum hängst du dann da? Mann. Okay. Ist das die Kugel, die ich gerade hier hochgeschmissen habe? Müsste sie sein, ne? Aber wenn hier Anscheinend und ist dort hier und oben da in dem unten. Krähennest etwas. In welchem Kriegennetz? Hat nicht gereicht.
Ich muss doch hier bestimmt irgendwas machen mit den Kugeln. Die sind ja nicht zum Spaß da, hör mal. Was ist hier? Frische Gräber. Der König mag keine Eindringlinge. Da oben war irgendwie so ein Zeichen. Und sie hat gesagt, knapp daneben oder irgendwie sowas hat sie erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Ach, okay, das kriegst du so nicht geschissen. Dann gehen wir hier hoch. Hier war doch eben. Genau. Ach so, das bist du nur. Ja, nee, gut. Was mache ich jetzt mit den Kugeln hier? Bist du wieder? Gut. Da liegen die wohl auch nur zum Spaß da rum, oder? Brauchen wir nicht. So, wir wollen ins Schloss. In die Burg, ins Schloss, wie auch immer. Bremse. Brief von Winston. Ja. Daddy und Winston sind nämlich Brieffreunde. Kennt ich schon gar nicht mehr, ne? E-Mail-Freunde in alt. Verstehe. Schluck Bier? Nein, das verstehst du falsch. Was? Ja. Verstehe. Mich interessiert die Arbeit. Jede Und jetzt zum wahren Schatz im verbotenen Grab. Unsere Heldin muss aufpassen, damit der König nichts merkt. Was hat Lara mit der ganzen Sache zu tun? Sie macht in ihrem Zimmer Hausaufgaben. Ja. Sie hat nicht viel Zeit. Ist das süß. Die Königswache erwartet nicht, dass Croft die Burg erklettert. Ach, Mädchen, ernsthaft? Findest du nicht auch, dass du dafür noch ein bisschen zu jung bist? Weil ich da schon... wenn die erwachsene Laura so einen Blödsinn macht. Oder meinst du nicht? Turm der Burg ist höher als erwartet. Hier ist ein Fenster offen. Geh da rein. Geh in das Fenster rein. Geht nicht. Warum nicht? Dann wo geht's hier lang? Ach. Unsere Heldin klettert weiter und sucht einen Zugang. Ich bin ja froh, dass das so ein bisschen markiert ist, weil sonst... das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Unsere Heldin erspäht noch einen Zugang.
Komm, Krähenvieh, hau ab. Psst, geh weg! Genau. Geh. Alter, ich würde ja einen Krampf kriegen. Wenn ich als Papa sehe, dass meine Tochter da irgendwie, dann... Ich würde ja... Alter. Die kleine Lara stellt sich der enormen Höhe und der Gefahr und denkt nicht mehr daran. Ja, Und nun? Mach mal nicht! Hast geschafft! Also ich sag mal, es muss ja machbar sein. Also uns wird's ja als Erwachsene nicht so einen Blödsinn machen, ne? Aber wenn sie es als Kind schon gemacht hat, was willst du da? Findet wieder Halt und ihr Ziel. Und nun auf zum verbotenen Grab. Die Brüstung ist beschädigt. Sie muss sich durchquetschen. Ist ganz nah, kann es fast berühren. Aber da ist ein unsichtbares Kraftfeld. Es muss einen anderen Weg geben. Unsere furchtlose Abenteurerin ist auf dem Gipfel. Ja, auf dem Gipfel des Wahnsinns. Ein Weg um das verbotene Grab finden. Sie sieht unter sich einen Zugang. Die muss Was? Vorsichtig sein. Ach, da. Warum mache ich immer Dummheiten? Ja, das ist... Scheiße! Nein, 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 nein. Nein? Das funktioniert nicht. Croft kichert über ihre Kühnheit. Sie ist fast da. Also den Balkon, den haben sie ja sehr gut hingebaut. Der hätte jetzt nicht woanders sein dürfen. Naja, da geht's rein. Aber gibt's hier irgendwas zu machen? Wenn man hier irgendwie Unfug machen, wollte ich gerade sagen. Aber Unfug hat's ja schon genug gemacht. Okay. Dann geh mal in dein Zimmer und mach mal Hausaufgaben. Endlich betritt sie das verbotene Grab. Wow. Ja. Wer hat, der kann, oder? Ach, guck mal, Mühle, Dame, wie auch immer. Nachts stahl die Fledermaus die Königin bei 30 Nord und 90 Ost. Aus ihrer Feder floss ihr Herz, entlässt die Liebe Licht um Tod. Ob die weiße Königin wohl einsam ist? Die weiße Königin finden. Da. Da ist sie. König und weiße Königin. Da ist was in den Schilden. Fähigkeitspunkte verfügbar. Überlebens, drücken Sie es um nützlich. Die Koordinaten könnten was mit dem Globus zu tun haben. Was? Warte mal. Ach, mach Späße. Okay. Soll ich das jetzt schon machen?
Lass mal los. Gucken wir uns das mal alles an hier. Das ist ein altes Spiel. Zwei Schilder, eine weiße Krone. Ist das die weiße Königin? Nö. Die ist da hinten an der Wand. So, der Globus hat eben auch schon geleuchtet. Halt! Warte mal, 30 Nord und 90 Ost. Ist das richtig? Das ist jetzt richtig? War ich das richtig in Erinnerung? Aber Ost, nicht West. Okay. Entlässt die Liebe Licht um Trost. Geschafft! Ja. Ich weiß nicht, was du geschafft hast, aber das irgendwas ist hast du geschafft. Ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Warum leuchtet da... Warte mal. Du warst eben noch nicht da. Nee, du warst eben noch nicht da. Croft hat das verbotene Mezzanin betreten. Sie muss vorsichtig sein. Ein Bauunternehmer. Ein Tyrannosaurus Rex Baby. Oh, ob es auch seine Mutter verloren hat? Ein Yatiri, ein Heiler aus Südamerika. Okay. Du weißt schon, dass dein Papa ganz schön stickig wird, wenn er das hier mitkriegt, was du hier für ein Blödsinn machst, wa? Wo du auch stehst, diese Masken scheinen dich anzustarren. Sieht nach Maya aus. Ist das Kukulkan? Und wer sind wohl die zwei Hunde? Hunde? Erdmännchen, oder? Aber es sind doch keine... Das ist aus Kolumbien. Eine Senu-Häuptlingsmaske. Einige Artefakte kenne ich gar nicht. Du musst doch nicht alles kennen. Ein Ossarium. Es enthält die Knochen der Toten. Inschrift kann ich nicht lesen. Solche Rüstungen trugen die Conquistadores im Zeitalter der Entdeckungen. Was haben sie gefunden? Eine Ariki-Statue. Von den Cook-Inseln? 25. Dynastie. Das Innere des Sarkophags ist unglaublich fein gearbeitet. Okay. Ich kann hier was machen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier was machen sollte. Die Flügel entfalten sich. Ich will die weg. Hoppla, ich war's nicht. Okay. Die Todesmaske von Agamemnon. Unten in Mykene. Eine persische Löwin. Jemand hat ihren Kopf gestohlen. Was hat sie wohl betrachtet? Das ist... Kisch? Ein Persisch. Was bewacht sie wohl? Hier waren wir schon. Warte mal, jetzt können wir hier runter.
Oder da hinten? Nee, hier können wir nicht runter. Wer sagt das doch? Gehen wir da auf der anderen Seite runter, macht. Das hatten wir jetzt alles hier, oder? Haben wir was übersehen? Nee, ne? Das arme Ding hat durch die Rossstirn bestimmt kaum was gesehen. Arme Königin, Maria Theresa starb qualvoll und der König sagte, das ist der erste Ärger, den sie mir bereitet. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Heiratete Maria Theresa und beendete so den Krieg mit Spanien. Geh mal weg. Komm mal mit. Ach ja, das war falsch, ich weiß. Musst du auch irgendwie aus dem Weg? Nee, musst du gar nicht, warte mal. Bleib hier. Ihr reflektiert doch das Licht. Mal sehen, was dann passiert. Der Ritterschild reflektiert den Lichtstrahl. Ja, habe ich doch gesagt. Jetzt musst du auch noch hierher, irgendwie. Erstmal Platz schaffen. Ich weiß nicht. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Moment. Ach, warte mal. Die Leiter ist doch gekommen, als... Jetzt kann ich sie befreien. Ha. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Erstaunlich. Hanisch, Mitte des 14. Jahrhunderts. Germanisch, glaube ich. Unfassbar, wie schwer die Hanische waren. Ein Zitat von Chaucer. Was ist besser als Weisheit? Frauen. Und was ist besser als eine gute Frau? Nichts. Der Kopf von König David. Vom Schafhirten zum König, kaum zu fassen. Die Schale des Johannes. Der Apostel erhielt eine Schale mit vergiftetem Wein, aber nach seiner Segnung verwandelte sich das Gift in eine Schlange und er trank den Wein unversehrt. Eine Rolle aus Byzanz.
Gerechtigkeit ist das beharrliche Bestreben, dass jedem sein Recht zuteil wird. Kaiser Justinian. Das ist ägyptisch, ein böses Auge. Der Inhalt sollte die Menschen im Jenseits nähren und für sie sorgen. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Oh Mann. Früher schon eine kleine Abenteuerin gewesen, wa? Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Feuchtlos ist sie ja auch. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Er arbeitet. Oh. Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen. Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Scheibenkleister. Wach auf. Dad. Verlass mich. Was? Guten Morgen. Was ein harter Tobak. Aber der hat sich schon selber umgebracht. Oder glaubt ihr das? Also, Berg mit Silberkrone? Ja. Was hält der Dschungel wohl heute für uns bereit? Ah, was es auch ist, wir schaffen's schon. Ey, schlimmer als gestern geht's ja nicht, oder? Nein. Ja, Leute, erzählt mir mal. Schreibt mal in die Kommentare. Hat der Vater sich selbst erschossen? Sah so ein bisschen danach aus, ne? Aber das Gespräch vorher am Telefon? Das klang jetzt nicht wirklich nach Selbstmord. Na, ich bin ja mal gespannt. So, lieben Dank fürs Zusehen. Wir sind wieder bei einer halben Stunde. Muss ja langsam mal reichen, nicht wahr? Bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Ciao.